Kacke, ich glaube, er ist gleich bei mir. Ja. Okay. Vorbei. Oder auch nicht. Was? Hä? Hä? Müssen wir nach oben? Zu schnell! Wir müssen von zwei Seiten angreifen! Was von zwei Seiten? Ja, ich könnte dich gerade hochschneiden. Ja. Wenn ich da auf mir draufhängen würde. Wenn du zu mir kommst, kann ich hochschneiden. Geht das irgendwie? Ich muss gerade abhauen. Ich glaube, das war richtig so, dass ich jetzt hinter ihm bin. Ja, ja. Von zwei Seiten, du von vorne, ich von hinten. Oder ich von vorne. Aber hat er irgendeine verwundbare Stelle? Ich habe bis jetzt noch keine gesehen. Okay. Hier irgendwo hochschneiden? Da hinten kann ich dich hochschneiden. Komm mit, komm mit. Vorne, irgendwo hier. Moment. Hier. Komm her. Fumm. Der ist gerade wieder runter. Moment, ich glaube, ich kann dich hier hochholen. Ja? Leon, na los! Ja. Hä? Ach, klar. Ich frage mich, ob das gerade so sinnvoll ist. Keine Ahnung. Ne, hier oben ist er. Hier rein. Ich meine, der hat verwundbare Eier. So komisch es klingt. Aber ich meine, da hätte ich immer zwischendurch irgendwie was Rotes aufblitzen sehen. Hm. Achtung, hier kommt er bei mir. Kommt er bei dir? Oh, versuch mal einen Sprengsatz. Ja, versuch du mal einen Sprengsatz. Nein. Kritisch betrachten. Hier lauf. Ich werde sie töten. Ich glaube, das verletzt ihn. Also nicht. Weiß ich nicht sogar nicht. Ach, scheiße. Leon, helfen Sie mir! Ich glaube, helfen Sie mir hoch! Hä? Helena, na los! Soll ich hoch? Ja. Denken, ne? Der kommt jetzt angerannt. Okay, ich habe wieder einen Sprengsatz hier gelegt. Ich weiß nicht mehr genau wo. Hier. Ach, da ist er. Oh, fuck, der kommt. Ja, das ist gut. Muss noch nichts hier kommen. Dann hol ich mir ihn. Und? Jetzt. Da war er von allen Seiten daneben. Kannst du irgendwas tun? Ja, ich kann den Kopf umschlagen. Das muss man noch gleich machen. Ach, fuck. Also ein Sprengsatz und ein Schlag hin zusammen. Guter Plan. Komm her, Schatz, Fuchsi Mausi. Komm her. Ein paar Schritte. Spuckt der? Könnt ihr mal weiter vorangehen? Komm, gelten lassen. Warte, nur. Hier ist er tot. Ein bisschen schnell, oder? Elena, ist alles okay? Nein. Ist er tot? Der Zug nebenan beunruhigt mich ein wenig. Ja. Leon! Ich muss aber auch. Gut, dass der Zug da war. Wollte ich gerade sagen. Jetzt verreckt er das aber. Nee. Leon, weg da! Was hat er da von sich? Runter vom Zug! Ich lecke ihn ab! Runter vom Zug! Ich muss hier draufbleiben. Das ist neu, okay. Leon, hier rüber! Okay, automatisch. Die Jumps einfach kein Thema. Leon, schnell! Kennt ihr übrigens? Action. Au. Jetzt geht's hier aber langsam noch zur Sache. Was macht der jetzt? Was ist das? Maschinengewehr. Soll ich rollen? Ja, wie schon. Ich hab keinen. Der kommt näher.
Okay. Der greift hier rein. Ja, ich sehe das schon. Das ist Kraut. Oh. Ich schieß. So. Wo ist Kraut? Hier hinten bei mir. Bei dir, bitte. Okay. Ich kann es doch auch hinten rein. Echt hoffen. Ach da. Füße vielleicht, dass er stolpert oder so. Hab ich auch schon, ich hab die ganze Zeit drauf. Ne, geht schon weiter. Jo. Wie viel Formen kann der? Jetzt gibt's das, finde ich auch schön. Oder auch nicht. Obwohl ich eigentlich gedrückt habe. Naja. Schade, ob es jetzt so schön geklappt, dann versaust du es natürlich. Ja, klar. Was denn sonst? Also, müssen wir da wirklich nur aushalten, oder? Ich weiß es nicht. Dringend geht immer. So. Ich weiß nicht, ich hab dem, weiß nicht, 10 Schüsse oder so gegeben, der Schrotti. Ja gut, das habe ich auch. Ja. Ja, der muss hier den Zug, ach nee, der muss den Zug hier kaputt machen. Der hat ja den Zug kaputt gemacht. Ja. Damit er reinspringen kann, weißt du? Ja. So, und der hat immer da kaputt gemacht, wo wir standen. Wo ist das hin? An der Seite, der macht jetzt dahin alles kaputt. Und halt. Deine Füße? Scheiße. Ja, ein Kopf, Kopf ist der da ein bisschen. Oh, krieg ich auf. Ich sollte irgendwie die Leertaste drücken. Echt? Hören Sie das? Der CD ist hier raus. Er lässt sich nicht kontrollieren. Es gibt keinen Ausweg. Was denkt dran? Spawn gegen C-Virus. Ich glaube, sie müssen schießen. Rennt er gerade weg? Jo, ja, Sniper-Rosse. Oh. Er rennt doch nicht weg. Ich würde sagen. Ist er tot? Ich gerade voll auf mich drauf, ja, wir sind tot. Muss mir was drücken? Draufschießen. Wahrscheinlich voll ins Gesicht schießen. Hm. Denke ich mal. Okay. Ich habe meinen Sniper ausgeholt und dann. Ja, ich auch. Ich habe gerade angesetzt, gerade zielen wollte ich. Und dann war er da. Tick zu schnell. Wo sind wir jetzt? Bin ich schon wieder hier. Oh nö. Ja. Also auf die Füße scheint es auf jeden Fall zu sein. Weiß ich nicht. Nee, gerade ging es schneller als eben. Ich habe mir ins Gesicht geschossen, nein, ging schnell. Also ich habe die ganze Zeit auf die Füße geballert. Wenn du ins Gesicht schießt, dann splattert das so. Und splattern ist immer ein ganz gutes Zeichen. Wo ist das denn? Relativ. Die hat eigentlich. Naja, mit der Shotty. Was ist das jetzt? Da war aber doch sowas, das kann gut sein. Das ist ja ein rotes Pferd, aber. Wenn du zielst und eine Leertaste dann wirklich, ne? Hm? Zielen, Leertaste. Und ich finde das sehr einfach. Du kannst, es sah auch immer so ein bisschen aus, als wäre der am Stolpern gewesen. Deswegen hat die Dinger die Füße gemacht. Das ist recht schnell. Ich hab fast mir da gedacht. Ich auch nicht, aber. Hat ja noch geklappt. Ja. So, jetzt Sniper. Ich weiß nicht, ob die Sniper sinnvoll ist. Da. Was denn sonst? Ich weiß nicht. Ich hab schon mal den Sniper ausgewählt. Ich bin nicht so schnell weit. Achso. Chef voll ins Gesicht. Nimm mal den Revolver. Ja, das war mein Schuss. Ich hab auch geschossen. Aber genau als ich abgedrückt habe, ist das passiert. Ja, mir war auch. Minimum. Ich weiß, fühlt sich super.
viel anders seitlich passiert. Ja, aber er ist gestolpert, er ist seitlich dagegen und nicht mit dem Schädel. Ja, schön. Ah, der Schädel auch so ganz normal noch. Er sabbert. Er blutet. Er ist eklig. Hm. Das ist aber zwangsläufig. Tropfen. Stabilität zurückerlangen. Ich darf mich so einen Spannungsruf anschreiben, weil du nicht sagen, die Welt wird schaffen. Ich dachte, das wollte ich bekommen. Nee, ich hab den Skill. Pass mal auf jetzt. Ne? Ist scheißegal, ob mir irgendwas durch die Gegend vor die Fresse fliegt oder sonst was. Ich ziele, mein Junge. Und ich treffe auch. Na klar, dass das nicht irgendwie der Hauptheld macht, sondern ein Pussy. Ja, so letzte Fangschuhe. Die überlasse ich dir. Alles klar. Ich will, dass die auf sich mit deiner Familie kommen. Ja. Du bist die Stiefmutter, ne? Stief. Immer, ihr habt da nebenan einen Fluss. Siehste. Ich würde von Sand springen. Also ich würde das schaffen. Wahrscheinlich. Ja. Such dann so. Also die Wahrscheinlichkeit, dass du die abkriegst, ist relativ groß, aber ich würde jetzt mal so sagen. Die Wahrscheinlichkeit, dass du überlebst und auf dem Zug drauf bleibst, ist kleiner. Wir bringen so schnell. Dachi. Ist es vorbei? Nö, jetzt ist ganz plötzlich alles wieder gut. Getan, was wir konnten. Jetzt ist natürlich. Also Simmons ist Simmons. Simmons. Hey, Sie, Simmons. Ordnen Sie sich ein. Ich ordne dir gleich ein, du. Es gibt hier kein Anzeichen für eine C-Virus-Infektion. Warum evakuieren wir? Aber man muss ja sagen, ne, wenn ich aufnehme, kaum läuft das einmal, funktioniert. Es muss nur erstmal laufen. Ja, bei mir doch auch. Gut, wie lange es funktioniert hat. Und dann war die eine böse Szene halt. Da ging es gar nichts mehr. Weil jetzt gerade hier evakuiert. Also wir haben beide einfach inkompetentes Internet. Seins verabschiedet sich täglich. Aber das ist mit einmal Resetten wieder gemacht und meins verabschiedet sich also richtig. 2-3 Mal im Jahr, aber dafür richtig. Es ist vorbei. Es ist nicht vorbei, hallo? Nur weil wir den getötet haben, sind da jetzt nicht alle wieder gesund. Sag ich doch. Der Begleiter wurden entführt. Unser Satellit ordnet sie bei einem Unterwasserölfeld, etwa 80 Meilen von ihnen. Entführt? Warum? Die Daten, die sie uns gegeben hat. Ich hätte so einen kleinen Chip verloren. Moment mal. Moment mal, der Schlüssel, um den C-Virus zu stoppen, es ist... Jake. Hannigan, können Sie prüfen, ob sich BSAA-Einheiten in der Nähe des Ölfelds befinden? Einen Augenblick. Google. Was ist das? Okay, ich habe Chris Redfield dran. Ich stelle Sie zum Flugzeug durch. Chris Redfield? Oh. Leon, wo bist du? Chris! Wir sind direkt bei Tachi. Warum? Verschwindet von dort! Hm. Hier ist Double Heiterkeit rum. Was ist denn? Ist jetzt geöffnet und ist explodiert. Zur Antimaterie-Bombe. Was sag ich dir? Also, ne, blauer Scheiß, erzählen wir das. Ja. Die sieht gemütlich aus. Die sieht doch ziemlich gemütlich aus, ja. Verbreitet sich der C-Virus auch durch Beißen, so wie früher? Durch was? Durch Beißen, also durch